Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Decke oder Pokken Tournament. Jetzt wird es, denke ich mal, richtig abgehen, denn wir fangen heute mit der Roten Liga an. Ich habe offscreen ein bisschen halt meinen Kara verändert und auch ein wenig noch mit Suicune am. Ja, Suicune ein bisschen gelevelt, sage ich mal. Jetzt Stufe, glaube ich, 45 oder so. Weil ich denke, das könnte schon sehr wichtig sein, dass man seinen Kara auflevelt, um halt mehr Angriff etc. zu haben. Auf ein neues, in einer vollkommen neuen Liga. Und Nia hat jetzt auch ein Kleid an. Ich glaube nicht, dass das vorher schon so war, ich weiß nicht mehr. Mehr noch als vorher zieht das Niveau hier ziemlich an. Aber keine Sorge, das wird schon. Du und dein Pokémon sind richtig stark geworden. Das will ich hoffen. Wenn nicht, muss ich noch ein Training einlegen. So, wir haben hier Cyril, Bettina, Ryan, Christine und Anna. Mit Rutena, Snibuna, Lucario, Suicune und Urgit. Glurak macht mir schon Angst. Aber die sollten mir alle Angst machen, so schlecht wie ich spiele. Ich würde ja gerne entspannt an die Sache gehen, aber vor jedem Kampf werde ich so hektisch. Das ist schlecht. So, ich habe auch ein bisschen was verändert. Ich habe immer noch Dragosso und Dicta dabei, dann aber auch noch Traunmagil und Vulnona und Reshiram und Cresselia. Und die nehme ich auch, weil die habe ich die ganze Zeit beim Training benutzt und Reshiram ist echt verdammt gut. Es dauert zwar länger, bis es sich auflädt, aber wenn der angreift und trifft, der senkt den Angriff des Gegners und zieht ihm mächtig viel ab. Also richtig stark. Ja, so Suicune. Ich nehme aber zu Beginn halt Cresselia, damit im nächsten Kampf die Leiste auf jeden Fall voll ist. Habe ich da jetzt schon vergessen, wie man kämpft? Das wäre ja schon auch richtig schlecht. Wir kriegen das hin, Suicune. Ich hoffe, ich habe Vertrauen. Und wenn der blöde Mewtwo nochmal auftaucht, dann gibt's richtig aufs Maul. Ich hoffe mal, dass ich wenigstens einmal gewinnen kann. Okay. Ich werde nach wie vor viel mit dem Blizzard arbeiten, weil der sau viel abzieht. Nia motiviert dich. Reshiram is full. Das ist gut. Kann ich ihn gleich mal zeigen. Das ist auch sehr nützlich. Nein, sie liegt. Das wird nicht treffen. Mist. Suicune. Okay, ich hab meine Limit-Leiste nicht mehr benutzt, aber ist egal. Nur, ihr habt Reshiram gesehen. Er hat zwar nicht getroffen, aber das war meine Schuld. Ist ja nicht schlimm. Okay, wir hatten schon Stufe 46, alles klar. Insgesamt 100 Mal gekämpft. Was kriege ich dafür? Passabler Trainer. Immerhin, wenn ich verliere, beruhige ich mich wieder ein bisschen. Ja, dann verliere halt öfter. Bettina und ihr Snibuna. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und für mich nur den Sieg. Ich glaube, ja, ich hatte meine Trainerin auch verändert, zumindest die Frisur. Ich nehme jetzt mal, die beiden. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich habe sie zwar reingenommen, aber noch nicht benutzt. Mir ist kalt, Limit Freak. Dann nimm halt weder Snibuna noch Kämpfe in kalten Gebieten. Langsam, dann nehme ich Traunmagil. Vielleicht kriege ich es hin, dass es sich auflädt. Das wollte ich zwar nicht, aber ist egal. Nee, das werde ich nicht schaffen mit Traunmagil. Es sei denn, er hält mich jetzt auf Trab, was natürlich passieren kann. Ich will es auch nicht hinziehen, also wenn ich es schaffe. Ja, ist voll, mach. Will mal gucken, was macht Traummagie überhaupt? Boostet er mich irgendwie? Hau ab.
Ich habe mal nicht aufgepasst, was er macht. Was Traunmagie macht, oder sie. Verfolgt Gegner und erhöht den Angriff. Achso, erhöht meinen Angriff, okay. Baut ein Schild aus Feuer auf. Und der Angriff sinkt bei Holnuna. Okay. Ist jetzt aber auch schon voll die Leiste. Ah, das ist schlecht. Hallo, Holnuna. Geil. Das ist auch cool. Das ist cool. Das war richtig gut, wohl, oder? Ist auch. Willst du mich rollen? Ach, leg mich doch am Arsch, du Scheißvieh. Verpiss dich, Mann. Wenn mir mein Limmelschlag versaut ist, ist das gefickt, ey. Ganz ehrlich. Das hasse ich immer, wenn die sich abwehren, wenn man den Limmelschlag macht. Das ist. Hat nicht ausgereicht, hm? Ja, komm, zieh ab. Ryan und Lucario. Noch geht's ja, ne? Also, ich freue mich, gegen dich kämpfen zu dürfen. Und müssen jetzt alle vorher labern, bevor ich kämpfen will. Oder kämpfen darf. Ich bleib am besten mal bei Reshiram und Cresselia. Cresselia, Cress. Danke für diesen Kampf. Vielversprechend. Kabadorfest. Das ist so eine doofe Stage. Hier fliegen Karpados rum, durch den ganzen Sturm. Das ist ja so blöd. Ja, die Musik hat was. Karpado, was willst du denn? Hör auf zu nerven, du dummes Vieh. Jetzt fängst du dir ein paar Blizzards ein, dann bist du so schnell gebumst, Alter. Das ist doch nicht so, da. Ah, hallo, Cresselia. Sucker. Hier. Was zum? Da, nimm den. Nerv nicht! Nee, er motiviert dich. Reshiram ist wieder mal voll. Das ist gut. Dann halt. Wie gehabt. Tust du jetzt? Tust du, Alter, was der abzieht. Das ist heftig. Und Lucarios Angriff wird gesenkt. Nein, ich habe mich nicht gewehrt. Scheiße. Jetzt bin ich voll. Was bringt mir das? Wer mich hier zerpflückt? Okay, das ging eigentlich. Ha, getroffen. Aber es wird auch nicht reichen. Ich habe viel zu früh gemacht. Ich habe, glaube ich, mehr Schaden gemacht als er mir. Das ist erschütternd. Lucario, hau ab jetzt. Wiedersehen. Winner. Das wird noch ein Spaß. Also, es kommen ja noch ein paar Ligen. Also, entweder Suicune muss eindeutig stärker werden, oder ich muss wesentlich besser werden. Jetzt verstehe ich, warum alle Welt über dich spricht. Alle Welt redet über mich, das will ich aber gar nicht. Du wirst dich in dieser Liga gut schlagen. Ich hingegen muss wohl noch etwas zulegen. Eine Sache noch. Hab das von der anderen, von einem Liga-Mitarbeiter gehört. In der Ferrum-Region scheint in letzter Zeit nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen. Die Erdkraft erzeugt kaum noch Resonanzenergie. Moment mal, das hört sich aber überhaupt nicht gut an. Allerdings, wenn es den Pokémon schadet, pausiert eventuell sogar die Liga. Hoffentlich kommt es nicht so weit.
Eine Ligaunterbrechung wäre ein großes Problem und die Gerüchte über das schwarze Mewtwo nehmen kein Ende. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl. Aber es bringt nichts, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Lass uns lieber an den nächsten Kämpfen, an den nächsten Kampf denken. Christine und Suicune. Yay. Das Double ist back. Ich setze andere gerne unter Druck. Versuch's mal. Versuch dein Glück. Achtung, ich presche vor. Nahkämpfer. Ich habe immer noch eine 100% Kampfbilanz. Zumindest hier. Ich bin gespannt, wie lange das so bleiben wird. Ich fürchte nicht allzu lang. Wieso machst du nicht das, was ich will, dass du machst, Suicune? Hör doch auf, mich zu nerven! Hallo? Mann, Mann. Deine Mutter ist ein Mann. Da, nimm den. Ja, ist klar. Es läuft jetzt schon beschissen. Hör auf damit, du Mistvieh! Hallo? Willst du mich verarschen? Du kannst, kann ich auch. Glaub mir. Und ich kann das sogar die ganze Zeit. Alter, da kann man mal sehen, was Suicune eigentlich kann. Und ich kann nichts mit Suicune. Wenn man die, ich müsste die Moves endlich mal lernen, was ich aber nicht kann. Ich bin auch voll. Und ich habe dich getroffen. Das hat dir wehgetan, hoffe ich. Hör auf. Irgendwann ist nochmal Schluss mit Blocken. Meine Güte, das ist ja schlimm. Ich kriege auch keinen Bonus oder so. Das war wohl eher unter Druck. Unter Druck. Anna und Glurak. Wuhu. Ich bleib dabei. Allein weil Reshiram so viel zieht und so hilfreich ist. Verlieren? Ich noch nicht. Du hast schon 10-mal verloren, wenn ich mir deine Kampfbilanz ansehe. Also, so ganz ohne Niederlage bist du nicht. Nur macht mir Glurak ganz gewaltig Angst. Ah, deswegen, hau ab, Mann. Darf ich auch mal was machen? Das EOP-Seite ist tatsächlich wahr, Feuerviecher, ey. Vor allem du hier. Suicune, bitte! Ich verliere gegen Glurak. Das war mir irgendwie klar, dass das passiert. Dass der erste Ding, den ich verliere, irgend so ein Feuerviech sein wird. Alter, auf mich mal zu nerven, du Sucker! Meine Fresse nochmal, bist du nervig, Glurak. Bin ich froh, dass ich mit dem Blizzard einigermaßen durchkomme, manchmal. Oder des Öfteren. Weil das rettet mir den Arsch. Ist ja heftig. Ach komm, was versuche ich überhaupt noch? Treffe ihn, Reshiram. Da kriegst du den. Das ist schlecht. Ja, natürlich hat mich getroffen. Aber nicht richtig. Du nervst, Glurak!
maximale Resonanz. Ich bin eine volle. Bam. Treffer. Ich werde die rote Liga nicht ohne Niederlage schaffen, das weiß ich. Und dass das danach kommt, wird nochmal übel. Du bist eine Nervensäge, Glurak. Ja, dann lässt er mir nicht meine Chance. Wieso ist der schon wieder voll? Leck mich, du Missgeburt. Was sind das für eine Scheiße? Irgendwas an der Wand, du kannst nichts machen. Jetzt mal ehrlich. Was ist das, du Wichser? Da, ich lösche dein scheiß Feuer, Alter. Versuch's doch. Mach eine Biege, Alter. Auf Nahkampf lasse ich mich mit dir gar nicht mehr ein. Kannst du knicken. War richtig. Vergiss es! Mann! Das ist viel heftig. Das war jetzt schon richtig knapp. Und das muss nicht sein. Wirklich nicht. Und wenn ich jetzt immer auf Hydro-Pumpe und Blizzard ausweichen muss, das ist mir wurscht. Hauptsache ich gewinne. Darum geht's und sonst um nichts. Für mich geht es nicht um Schönheitspreise, was das Kämpfen angeht. Wo sind wir hinaufgestiegen? 63. Das wird lange dauern, bis ich unter der ersten 8 bin. Und dann ist immer noch nicht gesagt, ob ich durchkomme durch das Turnier. Wenn ich überhaupt bis dahin komme. An freien Kämpfen gegen andere Ligateilnehmer. Das will ich mir mal ansehen. Okay, das wird gleich, irgendjemand kommt dann und ich kämpfe gegen den. Alles klar, ich habe fast 4 Millionen Pokémon Gold. Ich sag jetzt Poké-Dollar, das ist einfacher. Gut, wir haben zwar erst 17,5 Minuten, aber ich denke, ich werde das jetzt immer so machen. Nach den 5 Kämpfen der jeweiligen Liga, der 5 Matches halt, je nachdem, wie gut ich durchkomme, das haben wir gerade bei Glurak gesehen, werde ich cutten. Also jetzt auch hier. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Tekken. Bis dann.